Willkommen zurück bei einer neuen Folge von The Book Walker. Ja, doch, meine Güte. Okay. Bleib liegen. Das ist ein Seil, fessel ihn. Aha. Du fällst in den kalten Sand und deine Häscher landen in der Nähe. Du willst also die harte Tour. Verdammt, es ist so kalt hier. Du bist Vince. Er wartet zur Sicherheit im Wagen. Vince hat die ganze Zeit mit euch gearbeitet. Dieser Schweinehund. Leg ihn schnell, ich bereite das Buch vor, damit wir es zum Sammler bringen können. Schaffst du das? Hey, hilf mir mal wer. Gerade habe ich eure Stadt gerettet. Schlafen wohl längst. Wie ihr wollt. Sheesh. Okay. Fangen wir einfach mal an. Oh, das ist aber böse. Dann werde ich einfach so absorgen. Oh. Tja. You shall not pass. So, jetzt gibt's mal bei dir eins. Auf Genuss. Ah, okay. Das hätte ich wohl nicht tun sollen, hä? Naja. So. Ja, weniger wieder. Au. So, jetzt kehrst du mir. Alles in Ordnung. Geht so. Welches Buch wollten sie dich bringen? Moment. Hebst das Buch auf, das einer der Banditen fallen gelassen hat, und betrachtest den schwarzen Deckel. Der Titel wurde gelöscht. Sie haben einen Sammler erwähnt. Ist das dein Boss? Ein ehemaliger Boss. Du öffnest das Buch und blätterst darin. Sollten wir hineinspringen? Ich habe da eine Idee. Wenn du meinst. Gemurmel. Was sagst du? Warum? Alles ist verschwommen und farblos. Wir sind zu tief drinnen. Wir sind in einem Buch. Das, ich bekomme kaum Luft. Ich auch nicht. Wir müssen so schnell wie möglich den Sammler finden und dann von hier verschwinden. Deine Maske. Verdammt, wir müssen uns beeilen. Okay, dokey. Naja, die dir bekannt vorkommen. An einem ist ein Etikett zu sehen. Wandler, Kunde, Hermi Verlag. Was ist das? Angriffe für gestohlene Gegenstände. Ich habe dem Sammler die Bestellung in Aktenkoffern wie diesen geliefert. Also sind da Gegenstände aus anderen Büchern drin. Glaubst du, es gibt hier etwas Nützliches? Passiv. Ich
Wieder sortieren. Dann findest du einen gefalteten Umhang, ein dunkles Glaskapsel, einen kleinen Zauberstab und einen alten Besen. Wandle das Ziel in ein Uvis Aries. Klingt geheimnisvoll. Alles mitnehmen. Ich hoffe, ich kann das alles gebrauchen. Suchen wir den Sammler. So. Das einzige Buch, in das du niemals springen wollen würdest. Ah, Necronomicon. Okay, Unsichtbarkeitsumhang. Giftkapsel. Wahnvorstellungen. Okay. Halt. Stehen. Haben noch nicht bemerkt. Ich hoffe, es ist nicht allzu hoch. Okay. Dachte, es wäre ein Zauberspruch. Okay. Was könnte das wohl? Weiter essen da. So, da hole ich mir mal ein bisschen Mana-Retour. Ja.
So. And now geht's wieder rund hier. Du hältst dich nicht. Du bist jetzt mit abgesaugt hier. So. Oh, gut. Versteck vom Boss. Hätte ich vielleicht anders lösen können. Irgendwie. Versteck vom Boss, wo alles zusammenläuft, offensichtlich. Na gut, ich gebe auf. Das glaube ich nicht. Schlagen Sie mich nur nicht, er grinst selbstgefällig. Nehmen Sie mir die verdammten Handschellen, aber pack sie in der Kehle. Es gibt da ein kleines Problem. Ich habe heute freigenommen. Seine Tochter ist krank. Er lügt, ich weiß. Sagen wir doch, ich melde mich bei Ihnen, wenn er Zeit hat, okay? In ein paar Tagen. Halten Sie mich für einen Dummkopf, also wenn Sie eine ehrliche Antwort wollen, Sie haben mir versprochen, Sie abzumachen, also halten Sie sich daran. Aber Sie haben sich nicht an Ihr Versprechen gehalten. Ich halte es gerade jetzt, drückst seine Kehle stärker zu, ganz ruhig. Wird keiner außer der Schriftsteller kann Sie abnehmen. Glauben Sie wirklich, meine eigenen Leute würden Ihnen in Handschellen rumlaufen, wenn ich sie abnehmen könnte. Wenn ich das könnte, würde ich mir mit geklauten Artefakten ein ganzes Imperium aufbauen und nicht in diesem miefenden Lagerhaus versauern. Moment mal, ich dachte, du hättest Beweise, dass er das tun könnte. Ein Freund hat mir von ihm erzählt, warte, Vince hat mir von ihnen erzählt. Und dann habe ich erfahren, dass er einer ihrer Schergen ist. War das alles Teil ihres Plans? Also das hier jetzt war nicht Teil des Plans, er reibt sich die Kehle. Sie werden meine Handschellen entfernen, ich weiß nicht wie, aber das ist jetzt ihr Problem. Und wenn nicht, werden sie mich umbringen. Eine Figur, er zwinkert dir provokant zu. Dabei sind sie doch jetzt einer von den Guten, nicht wahr? Einigermaßen zumindest. Drückst du die Kehle mit aller Kraft zu und schaust ihm in die Augen. Wollen wir doch mal sehen, ob ich wirklich einer von den Kunden bin. So richtig Angst macht mir das nicht. Wenn ich ehrlich bin, bringen wir das hier schnell zu Ende. Ich habe noch was vor. Ein paar wichtige Leute kommen bald her und ich werde heute eine ganze Menge Zeug an sie verscherbeln. Du drehst dich um und siehst hinter der offenen Tür einige gestapelte Behälter. Ja genau, dachtest du, ich hätte Däumchen gedreht. Ich mache heute das Geschäft des Jahrhunderts. Es sind die Behälter voller gestohlener Gegenstände. Randvoll. Ich will mir gar nicht ausmalen, was geschieht, wenn sie alle auf den Markt kommen. Er schaut kurz auf einen Monitor. Er zeigt, wie seine Schergen in eure Richtung gerannt kommen. Du hast recht, wir sollten das hier zu Ende bringen. Tief hinein und versuchst nicht den Nacken des Sammlers zu greifen, sondern seine Essenz. Du spürst einen alten Zettel. Deine Finger fahren über den Text, der dort vor vielen, vielen Jahren mit alter Tinte geschrieben wurde. Halt! Was? Ich kann den Handschein gleich anrufen, gleich morgen. Ja, früher kann ich es nicht einrichten. Wir werden Ihnen die Handschellen abnehmen und Sie sind frei. Sie können so viel schreiben, wie Sie wollen. Seine Schergen sind fast da. Es tut mir leid, ich lasse nicht zu, dass mir das nochmal passiert. Was machst du da, Etienne? Keine Sorge, ich mache das nicht zum ersten Mal. Oh nein, du merkst, wie der Kunde sich langsam von der Welt des Buchs abhebt und deplatziert wirkt.
Verdammt, werden uns das eigentlich nachjagen. Sie haben keinen direkten Weg ins Buch. Außerdem wird Ihnen nicht gefallen, was Sie dort erwartet. Sie ist weiter am Papier. Es kostet mehr und mehr Mühe, daran zu ziehen. Was ist los? Du kannst jetzt nicht aufgeben. Nein, ich gebe nicht auf. Fester kann ich nicht ziehen. Und jetzt, Sie stehen schon draußen. Jetzt bedienen wir uns einer weiteren Kraft. Du beugst die Knie und machst dich bereit, nach oben zu springen. Du stößt dich ab. Du hörst ein unfassbar lautes Reißen, so laut, dass es die ganze Welt es gehört haben musste. Mit einem dröhnenden Geräusch trennt sich das Papier in deinen Händen vom Buch und fliegt mit dir nach oben. Okay. Verdammt, ich glaube, ich habe mir wieder das Knie verrenkt. Was zum Teufel war das? Ark, wo zum Hinter bin ich? Was haben sie getan? Er schaut sich um. Das werden sie schon noch erfahren. Der Sammler springt plötzlich auf und zielt mit seiner Pistole auf dich. Sie ist antik und mit Wellen geschmückt. Bringen Sie mich zurück. Hey, ganz ruhig, beruhigen Sie sich. Tien, bringen Sie mein Buch raus sofort. Wo ist mein Buch? Ich befürchte, das würde nichts bringen. Hey, mach besser keine Scherze. Sie haben sicher gehört, was ich getan habe. Keine Bewegung. Hey, Sie, lassen Sie die Waffe fallen. Einen Schritt weiter und ich schieße ihn. Inspektor, das ist Leroy Roshan. Der Sammler? Was zum Teufel geht hier vor sich? Etienne, wie sind Sie in diese Sache verwickelt? Oh, hallo Inspektor. Moment mal, wie haben Sie mich erkannt? Sie tragen denselben Mantel wie bei Ihrer Vernehmung. Verdammt, ich habe mein Gesicht verändert, aber vergessen, einen anderen Mantel anzuziehen. Ich warne Sie. Mich kriegen sie nicht lebend. Er zielt mit seiner Waffe auf die Polizeibeamten und dann wieder auf dich. Und pfeifen sie ihren kleinen Schriftsteller zurück. Ich kann ihn sehen. Er grinst hämisch. Er hebt die Hände und blickt zum Inspektor, erwartet auf ein Signal. Also, wir werden uns sicher einigen und dann wird alles gut. Wo ist mein Buch? Ich zweifle, dass wir mit Ihnen eine Einigung finden werden, Dieb. Ruhe. Nein, wir machen einen Deal und ich werde ungestraft davonkommen. Sie werden angeklagt, tausende Objekte gestohlen zu haben und jetzt, da ich sie habe, werden sie sich nicht mehr rauswinden. Das reicht. Er wendet sich, das ist alles Ihre Schuld, Sie Schweinehund. Verhalt Etienne, du schließt deine Augen. Öffnest deine Augen und schaust runter. Das Metall von Rodericks Käfig hat dich vor der Kugel bewahrt, aber es ist nicht mehr viel von ihm übrig. Du siehst darin einen kleinen zerfledderten Zettel. Der Rex, sie verliert J. Ich habe doch gesagt, sie soll den Mund halten. So, Inspektor. Geht es Ihnen gut, Wandler? Und jetzt zieh Hände hoch. Du betrachtest die Überbleibsel des Zettels in deiner Hand. Zwingen Sie uns nicht, Gewalt anzuwenden. Ganz ruhig, er steht nur unter Schock. Mit denen am besten kommen Sie mit uns. Wir reden auf der Wache. Über alles in Ordnung. Moment, was hat er in der Hand? Das ist eine Figur und keine aus diesem Buch. Mit denen haben Sie den Verstand verloren. Sie tragen in Ihrer aktuellen Situation eine gestohlene Figur bei sich. Eric. Ich kann so eine losgelöste Figur nicht greifen. Rufen Sie Verstärkung. Du schubst den Inspektor, sein Kopf stößt gegen Derek, der mit geschlossenen Augen rückwärts taumelt.
Figur Leroy Roshan, auch bekannt als der Sammler, wurde von der Schriftstellerpolizei gefasst. Im Folgenden, eine ganze Reihe Schriftsteller, die mit Hilfe Bücher gestohlenen Gegenstände, Plagiate, wurden ebenfalls festgenommen. Die Verbrecher wurden zu 5 bis 15 Jahren verurteilt. Er wurde 5 Minuten nach Sammler gefasst. Er hatte es nicht bei sich. 28 Jahre später. Schließe Buch 7 ab. Weiter. Also, ich glaube, das ist sein Haus. Du fährst mit der Hand über dein Gesicht. Also gut, jetzt bin ich bereit. Leere Kutsche. Hallöl, ich hab da das Necronomicon noch alles dabei. Wie geil. Bücherregal. Treppe in den obersten Stock. Ein Mann. Wer ist dieser Mann? Sir. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich heiße Etienne. Ich warte darauf, dass du fortfährst. Er wartet darauf, dass du fortfährst. Du erinnerst dich wahrscheinlich nicht an mich. Wir haben vor langer Zeit mal zusammengearbeitet. Daran kann ich mich nicht erinnern. Sind Sie sicher, dass Sie hier richtig sind? Ich bin mir sicher, wir waren sogar Partner. Ich weiß nicht. Ich wollte nur wissen, wie du dich fühlst. Er schaut sich fragend um. Mir geht es gut, denke ich. Sollte ich mir Sorgen machen? Erinnerst du dich an deinen Namen? Natürlich. Und daran, wo du lebst? Baker Street. Sehr gut. Ich musste wegen deiner Verletzungen ein paar Änderungen machen. Verletzungen, Sir? Ja, aber es scheint alles gut gegangen zu sein. Entschuldigen, dass es so lange gedauert hat. Ich bin wieder da. Watson. Er nickt dem Mann am Fenster zu. Holmes. Er nickt zurück. Und Sie sind her? Er sieht dich fragend an. Ich wollte gerade gehen. Entschuldigen Sie die Störung. Kennen Sie diese Person, Watson? Ich weiß es nicht sicher. Sind Sie sicher, dass es Ihnen gut geht, Sir? Ja, entschuldige nochmals die Störung. Möchten Sie einen Tee? Nun Zeit zurückzukehren. Freut mich, dass es dir gut geht, mein Freund. Das Buch verlassen. Tja. Tja, Roderick, ich muss ein paar Dinge auf den Grund gehen. Ich musste so viele Bücher durchsuchen, bis ich das Richtige gefunden habe. Nun. Ich denke, Quest, Glückwunsch zum erneuten Status als professioneller Schriftsteller. Morg Verlag bestätigt hiermit, dass Sie Ihre 28-jährige Strafe vollständig abgeleistet haben. Sie können nun in der Zentrale der Schriftstellerpolizei Ihre Handschellen entfernen lassen. Bitte finden Sie an bei einer genauen Berechnung Ihrer abgebüßten Strafe. Die endgültige Berechnung lautet wie folgt: Anfängliche Strafhöhe, Entnahme einer Figur, Amanda Mitchell, 30 Jahre, Hilfe bei der Ergreifung eines besonders gefährlichen Verbrechers, minus 3 Jahre, Flucht vor der Polizei, 2 Jahre. Freiwillig in Gewahrsam begeben, minus 1 Jahr, zu verbüßende Zeit 28 Jahre. Oder sonst noch irgendwas? Keine Bilder, alles vernagelt. So. Und hier
Das letzte Buch. Tja, das war der Epilog. Also haben wir praktisch dann zum Schluss in Watson, also haben wir identifiziert, dass der Watson war, deswegen war es auch hilfreich. Ja, eigentlich ein recht ein nettes Game. Ja, das zweite oder das dritte Buch, glaube ich. Das war ein bisschen sehr langatmig, finde ich. Also das mit der Magierschule. Würde sie anbieten, sowas, dass man so ein DLC irgendwie macht oder sowas, wo man dann so reinspringt so ein bisschen. Aber ja. Gut. Das war's mit dieser Serie. Ich sag danke fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!